zum Abstecken. Ich fülle schon mal ein bisschen aus. Jo, ich bin ja auch gerade, habe ja auch gerade mal ein bisschen ausgefüllt, so. Okay, so, also da müssen wir noch hintergehen ein bisschen weiter. Ich glaube, ja, würde ich gerade sagen, das wird sonst ein bisschen zu eng. Ja, ja. So, das so von der Entfernung her? Ja, das ist okay. Okay. Ich habe jetzt einfach mal so Freischnauze nach hinten gebaut. Naja, das kann man ja dann noch anpassen, wenn es ist. Mach mir das Wasser so eben dicht. Ja, damit ich nicht reinfall, damit ich mir keine nassen Hosen hole. Das wäre unpraktisch, weil ich müsste nachher noch vor die Tür. Achso. Willst du schon nach Hause gehen? 10, 11, 12, 13. Hey, ich habe mir nasse Hosen geholt. Ah, wie soll ich so vor die Tür gehen? Nee. Ah! Nein, jetzt habe ich mir auch nasse Hosen geholt. Jetzt kannst du auch nicht mehr vor die Tür gehen. Nein. Jetzt müssen wir beide zusammen die Nacht verbringen. Ugh. Scheiße. Das wird ja richtig schlimm. Ja. Ich find's auch ganz schön asozial eigentlich. Ja. So. Hier rein. So. Lal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 
So, sieht eigentlich okay aus von der Größe, würde ich so sagen. Würde ich auch sagen. Wie hoch gehen wir? Mach mal 3 Stockwerke wieder, oder? Ja, aber ich meine jetzt erstmal so von den Blöcken her. Also das Haus, den Boden machen wir ja wieder, machen wir wieder eins höher, oder? Also praktisch hier, Innenraum ist ausgefüllt dann so. Stimmt, so hatten wir es damals, ne? Genau, dass du praktisch ein bisschen über dem, hier sag mal... Genau, dann muss ich hier aber noch ein höher gehen. So, dann haben wir hier... Moment, ich baue das mal ganz kurz so. So, ne? Hm? Von der Höhe her, dann tut es sich am Kopf so weh. Schauen wir mal. Pling, pling, pling. Aha, da kommen Münzen raus, das ist Super Mario. Bling, bling, bling. Oh, das ist zu niedrig. Nee, das ist eigentlich schon okay. Ist okay. Da dazwischen, aber ja, hatten wir es so? Hatten wir solche Blöcke hergenommen oder hatten wir Stämme hergenommen? Weiß ich nicht mehr. Ja, irgendwie sieht das gerade so ein bisschen seltsam aus. Ja, aber Stämme glaube ich nicht. Nee, wir hatten wirklich solche Dinger hergenommen. Wir hatten es so gemacht. Ja, meine ich auch. Ja, ja, ziemlich sicher sogar. Also ich fülle das jetzt erstmal so komplett aus, ne? Fenster kann man nachher reinprügeln. Ja, ja, wie immer. So. Ey, hast du den schon zugemacht? Schwein. So. So. Und das ist das Lustige ist, das Ganze hier zu bauen, während Monster aktiv sind, macht richtig Spaß. Oh ja, wie oft hatten wir das, dass uns der ganze Scheiß weggesprengt worden ist. Wir lieben Creeper. Creeper sind die Krone der Schöpfung. Genau. Hm? Ja, Creeper sind schon echt immer so eine Last. Ja, niemand mag Creeper. Nope. Außer die Mama von Creeper. Oh. Creeper-Muttis mögen ihre Kinder. Glaube ich. Meinst du? Ja. Hallo, jede Mutter liebt ihr eigenes Kind. Glaub das nicht. Ist mein Kind, das ist so süß. Weißt du, dann wenn sie... Dann, das ist was im Weg. Ja, hier ist noch was im Weg. Scheiße. Schnell. Will wir alles dicht bauen hier. Ich komm klar. I'm so evil. Oh, weißt du, kommst klar? Och Mann, oh, dann lohnt sich das ja gar nicht. Scheiße. Nee, nicht wirklich. Menno. Steinschiegel hatte ich übrigens noch in Dingens, ne? In Dingens? Ah, in Dingens. Okay. In der anderen Kiste da. Achso, in das Haus, in Mini-Haus? Ja, genau. Okay. So, da noch hoch. Na, jetzt bau den doch dahin. Und zack, zack, zack. Ey, ich kann so nicht arbeiten hier. Ich kann so verdammt nochmal nicht arbeiten. Hier wächst ein Baum in meine Wand. Das ist die Wand. Ich mach eine Baumwand. Eine Laubwand? Wie scheiße ist das denn? Kommt das ganze Viehzeug rein, da kommt der ganze Wind und Wetter kommt rein, die Blätter rascheln die ganze Nacht drin in deinem scheiß Schlafzimmer. Was doch, scheiße. Manch andere wird dafür viel Geld ausgeben. Manch anderer muss dafür in den Dschungel. Ja, weil auch das. Ja, du, ich gehe jetzt in den Dschungel und, um ein bisschen der Natur zu lauschen. Ah, der Baum muss auch noch weg. Das ist schon wieder so ein Megabaum. Seien wir mal ganz ehrlich, wer will schon der Natur lauschen, ne? Die Natur, die hat eh nichts Interessantes zu erzählen. Meinst du? Ja. Also wann hat dir das letzte Mal irgendein Käfer eine interessante Story erzählt, hm? Jetzt sei mal ganz ehrlich. Das war gestern. Ja, was hat er erzählt? Dass du dumm bist. Das möchte ich gerne hören. Das ist keine interessante Story, das ist eine Tatsache. Psst, er geht auch noch drauf ein, scheiße. Ja, ich hab gerade mein Mikrofon weggestoßen, so. Sehr gut, ich bin stolz auf dich. Das hast du verdient.
Ich hab's mit dem Kinn weggestoßen, das muss man doch erstmal schaffen. Nee, nee, geh weg, geh weg. Nee, nee. Oh Gott, wie dicht warst du gerade am Mikrofon? Das klang schon fast ein bisschen pervers. Ich war praktisch gerade mit dem Kinn dran. an diesem Popblocker oder was? Ja. Okay, so bin ich die ganze Zeit da dran, nur mal so, by the way. Ja, ich hock hier ein bisschen locker-flockig zurückgelehnt. Ja, kann ich nicht, siehste. Weil ich euch Qualität bieten will, tue ich mir das an, dass mein Bart an diesem Popblocker reibt. Und das nervt total. Ja, ich war arbeiten heute. Ich kann mich nicht so verrenken wie du, Juri. Ich war auch arbeiten. Da sterb ich. Ich wollte shoppen. Du warst heute shoppen? Ach, das war harte Arbeit, ne? Ja, ja, ich musste heute... Hast du die Schuhe gesehen in dem dritten Laden auf der linken Seite? Ach, die waren ja so toll. Lustigerweise habe ich mir wirklich Schuhe gekauft, aber auch nur, weil ich meine anderen auf der Arbeit so durchgelatscht habe, dass ich quasi mit Socke auf Boden gelaufen bin. Danke, Arbeit. Ich hab dich auch gern. Juri hat Schuhe gekauft. Und ich war noch... Ne, aber das habe ich nicht heute gemacht. Das habe ich irgendwann am Anfang der Woche gemacht. Ich war noch beim Friseur für dich. Scheiße, ne? Im Urlaub verschwimmt alles zu einer einheitlichen Masse, was man so macht. Ja, durchaus. Man erinnert sich nicht mehr an die einzelnen Tage, man erinnert sich noch an Sachen, die man gemacht hat, aber man weiß nicht mehr, wann es war. Und warum eigentlich? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. So, sehr gut, das kann ich irgendwie nicht mehr sehen. Wie kommst du da wieder raus? Diese Mauer war die beste Idee, die ich je hatte. Ja, wie kommst du da wieder raus? Zu Türen. Hast du die freigelassen? Ja klar, ich bin doch nicht doof. Ach Mist. Ich arbeite doch beim Mediamarkt, weißt du? Was? Ich bin nicht doof. Hast du einen neuen Job gefunden? Nee, aber meinst du ja, beim Mediamarkt, die sind doch nicht doof. Ja, ja. Die sind ja KLUK. NP. Und die haben auch voll Ahnung, was Technik angeht, ne? Als ich neulich ein WLAN-Kabel gesucht habe, haben die eins für mich gefunden. Das ist, godlike. Aha. Dann habe ich ihnen gesagt, ach nee, ich will's doch nicht. Das ist ja schon gebraucht. Ich glaube, das ist durchgebrochen. Ja, ich wollte hier mein WLAN-Kabel umtauschen. Warum das denn? Das hat einen Kabelbruch. Aber dieser WLAN-Kabelwitz ist doch asbach uralt. Früher konnte man den ganz gut machen, als WLAN gerade aufkam. Ja, aber das ist ein Klassiker. Ja, aber damals ging das tausendmal besser als heute. Das ist genauso wie mit Hannibal Lecter und das Schweigen der Lämmer, ne? Der Film ist auch uralt und ausgelutscht, aber es ist ein Klassiker, man findet ihn trotzdem toll. Das stimmt. Da. Wollte gerade ein Schwein in unser Haus gehen. Ich hab's genau gesehen, Schwein. Sauerei. Ja, wirklich. Ich finde, man sollte noch ein bisschen so mit Spiegelbeleuchtung so reintun können. Was? Spiegelbeleuchtung reintun kann? Ja, dass man natürliches Sonnenlicht irgendwo auch unterirdisch hinführen kann und so. Achso. Das wäre halt schon ziemlich cool. Ja. Nein, meine Steinschaufel ist kaputt gegangen. Es hat sich angehört, als wäre eine Eisenschaufel kaputt gegangen. Nein, deine Eisensteinschaufel. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Hast du verdient. Danke. Ich hoffe, du ertrinkst. Tu ich. Das freut mich. Nicht. Qualvoll? Nee, nee. Scheiße. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der qualvoll ertrunken ist. Das ist ja... Weißt du gar nicht, was du verpasst hast. Nein, das ist gemein. Das ist wirklich fies. Ich glaube, ich nehme mal Skyrim auf, wie ich Skyrim jemanden besäuft. Also mich selber. Tschüss. Ich nenne ihn, warte, wie nenne ich ihn? Ich nenne den Charakter Stein. Steine schwimmen ja so gut, das weiß man ja. Ja, ja, das sind die besten Schwimmer der Welt. Und dann werfe ich ihn ins Wasser. Warte mal, wir müssen hier noch nach hinten gehen. Warum? Sonst können wir unsere Eingangshalle gar nicht so cool bauen, wie wir es letztes Mal hatten. Weil da hatten wir diesen Gang noch dazwischen. Ja, ja, genau. Ja, das heißt, wir müssen eigentlich den Innenraum noch ein Stück weit dahinter versetzen. Schau das doch mal an. Da ist ja gar kein Platz. Hä? Hä? Wie hä? Achso, du meinst den kleinen Zwischenraum. Wir könnten auch, warte mal, wenn wir hier den kleinen Zwischenraum davor machen, dann können wir auch hier einfach, dass wir hier praktisch... Ja, genau, so irgendwie sowas in die Richtung. Haben wir das so, dann ist hier praktisch jeder sein Vorraum, ne? Genau, jetzt spoiler nicht so viel.
Gut. Warum nicht spoilern? Das ist kein Spoiler. Ja, aber so machen wir es dann. Die Leute sehen eh, was wir hier bauen. Nein, glaube ich nicht. Hör auf zu spoilern. Wir präsentieren nachher ein fertiges Haus.